Howdy Leute, so zweites Video heute. Eigentlich ist das total Käse für den Algorithmus, wurde mir zumindest mal gesagt. Aber ich will euch das nicht vorenthalten, weil Ada hat heute wieder gute Mods dabei, beziehungsweise sogar ein Must-Have-Mod, der auch in dem Bild verbaut ist von dem Titan, was ich heute hochgeladen habe. Das haben wir auch vorhin schon im Stream zusammen gespielt. Ich war etwas über eine Stunde online. Wir haben so ein bisschen nochmal Spitzenreiter Spielkorridor auf 1580 gelaufen, Solo, und haben da ein paar Champions gewonnen hätte mit dem Bild. War auf jeden Fall witzig. Guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht ausgecheckt habt. Und die Mods, die beziehungsweise einer davon, den ihr hier gerade bei Ada bekommt, und zwar der unnachgiebige Quellenschöpfer, ist da auch verbaut, den auf jeden Fall mitnehmen. Nach der Aktivierung deiner Klassenfähigkeit erzeugt dein nächster Waffentode Stoß gegen einen Kämpfer eine leere Elementarquelle. Das ist gerade auf dem Titan besonders sinnvoll, weil der Titan zumindest auch in dem Bild viel mit der Barrikade arbeitet, um das Überschild zu erzeugen, um den Melee zu buffen, und daher habt ihr dann natürlich auch immer Elementarquellen danach. Ja, der andere ist ausdauernde Quellen. Ich dachte, es wäre Ausdauerquelle, was schadensresistent gibt. Es ist aber nur ausdauernde Quellen. Den würde ich trotzdem mitnehmen. Der erhöht die Lebensdauer von Elementarquellen. Und das kann manchmal in gewissen Situationen hilfreich sein, gerade für Font of Might Sachen, so DPS-Phasen oder sowas. Auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, das war es im Endeffekt schon wieder. Wenn ihr noch nicht das Titan-Bild-Video geschaut habt, dann würde mich freuen, wenn ihr euch das anguckt und vielleicht auch liked, wenn es euch gefallen hat. Und den ganzen anderen Käse kennt ihr sowieso schon. Und ja, das war's von mir. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.